Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, bei On Tabletop. Ich denke mal, es ist soweit richtig gesagt. Es sieht aus hier wie ein Minecraft-Verschnitt. Aber von der Spieleform ist es ein bisschen wie DayZ. Das heißt, ich habe hier eine offene Welt. Ich habe Nahrung zusammen, ich habe Fahrzeuge. Und das Ganze Free-to-Play in ein Open-World-Spiel. Ja, ist ja logisch. Ne? Wenn es DayZ ist, ist es natürlich Open-World. Das heißt, wir müssen hier überleben als Survival-Game gegen Zombies. Da dann schon der erste Zombie gesehen und das sieht ziemlich grimmig aus. Wir laufen mal weg lieber. Ich will mich jetzt nicht direkt mit einem Zombie prügeln. Das Spiel ist ein bisschen schwieriger wie das, weil es hier gegen so zu sehen ein paar Zombies gibt. Ich habe jetzt noch sehr wenig erst gespielt, um ehrlich zu sein. Ah. Was liegt da? Ja, ich konnte es nicht mal aufheben. Geh weg! Ich will das aufheben! Wie gesagt, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Ich glaub, der Zombie, wenn man so weiter komisch laufen, kriegt er uns noch. Wir laufen einfach mal in die Stadt, da kann ja uns nichts passieren. Oder Dorf, oder was es sein soll. Ja, also ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nicht wirklich gezockt, deswegen kann ich echt noch sehr wenig dazu sagen, bis auf das, dass es, wie gesagt, kostenlos ist. Man kann sich so einen Gold-Account kaufen für 5 Euro. Hat man ein paar Skins, glaube ich, zusätzlich. Man wird bei Multiplayer ein bisschen bevorzugt, auch wenn dieser bisher ja eigentlich glaube ich schon da ist, aber ich habe den noch nicht wirklich gespielt. Banana 44,99 €, sehr schön. Ich will gar nicht schauen, wie viel. Ah, okay. Ich will gar nichts sehen. Oh Gott, ich hätte das ist jetzt dumm gewesen. Ah, Pizza. Oh Gott. Wo war ich jetzt? Scheiße, ich komme hier voll durcheinander. Ich wollte gerade sagen, dass das Spiel Käse, was zu trinken, okay, mitnehmen. Wir müssen erst einmal uns natürlich aufleveln. Oh Gott. Eine Pfanne, kann ich die als Waffe benutzen? Ich kann nicht springen. Wieso kann ich nicht springen hier drin? Okay, jetzt müssen wir mal hier langsam weglaufen. Gott, oh Gott. Aua. Hey Leute, ich komme hier gar nicht klar. Ich weiß gar nicht, wie viele Zombies uns gerade hinterherlaufen. Und ich weiß auch noch nicht, was die Zeichen unten heißen. Ist mir schon klar, Essen, Trinken, Radioaktivität, Strom. Alter! Das ist voll aus. Aua, aua. Okay, pass auf, wir versuchen jetzt in ein Auto zu steigen. Das Asoziale ist, die Zombies sind so schnell wie wir. Wie will man denn da bitte was schaffen? Und ich weiß schon wieder gar nicht, was ich alles gesagt habe. Läuft! Läuft auf jeden Fall! Kann ich in das Auto steigen, das Auto? Gib Gas! Das Auto gibt nicht Gas! Alter! Das war jetzt gerade ziemlich. Gott, oh Gott! Es ist leicht unfair, wenn man. Aua, 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 tot. Geil. Ist leicht unfair, wenn die Zombies genauso schnell laufen wie einer selbst. Beziehungsweise ich hätte noch sprinten können, aber verfolgen einen. Wir machen jetzt einfach mal Respawn. Okay, wir sind natürlich wieder komplett nackt. Es ist wie gesagt erste Version. Oder nicht erste, es ist die zweite Version in der Early Access, also Alpha-Variante. Ich habe es noch nie wirklich gespielt, also müssen wir da noch ein bisschen was lernen. Ah ja, schau hin, das sieht doch schon mal besser aus hier hinten. Klein, da sind sie nicht so viele Zombies, bei uns sind ja gerade 15 Zombies in der Kant. Und hier, glaube ich, sind Bären, oder? Ja, sehr cool. Ja, ich werde schon paranoid, ich merke schon. Aber wie gesagt, ich möchte es einfach nur mal testen, der erste Zombie ist schon da vorne. Schauen, wie es ist, schauen, wie es mir Spaß macht, vielleicht auch, wie es euch Spaß macht. Hab davon gehört, dachte mir, okay, free to play. Kann doch cool sein, muss es nicht. Muss sagen, so auf den ersten Blick jetzt, so die ersten. Ernsthaft, geh weg. Oh, Alter. Was ist denn eigentlich meine Ausdauer? Ja, toll. Okay, pass auf, wir locken die jetzt weg und dann laufen wir vorbei in das erste Haus.
Und laufen lassen wir da was finden und da muss ich schauen, wie ich das überhaupt anwende. Wie nehme ich den Gegenstand in die Hand? Lauf! Oh, scheiße. Und so raus, da ist zu Ende. Wir werden sterben, sterben, sterben. Wir werden sterben, sterben. Wenn wir wenigstens Axt oder sowas hätten, könnte man zumindest halbwegs verteidigen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Sind die da rauf? Hab mich ja gewundert, wenn die nicht drauf kommen. Okay, das war, glaube ich, eine Axt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir die einsetzen. Das Problem ist nur, wenn wir laufen. Das sind noch mehr. Oh Gott. Achso, wenn wir keine Energie haben, können wir nämlich auch nicht springen. Ah, ich glaube, der Blitz soll unsere Energie unten rechts zeigen. Ich sehe gerade. Ich traue mich nicht zurückblicken. Schöner Haufen. Also das muss man schon mal lassen. Und weglaufen. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 so lang kannst. Renn, 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 renn um dein Leben. Wenn es dir was lieb ist. Ja. Bisschen Unterschied. Ich weiß nicht, wann die von einem loslassen. Ich sag. Early Access Spiel, ich hab's noch nicht gezockt bisher. Und bin jetzt leicht verkältet hier, mal so nebenbei erwähnt. Ich höre sie immer noch hinter mir. Oh, da ist schon der nächste, geil. Cool, wir sind auch so schnell weggekommen von denen. Okay, das braucht 10 Springen. Geht's weg? Wir sind aber schneller wie die, ne? Nochmal kurz zu erwähnen, also die, was hier noch nicht am Boden kreichen, das ist kein Bug oder sowas, sondern wie bei DC, sondern die sollen tatsächlich so gesehen symbolisieren, ey, ich kann gar nicht mehr laufen. Ah, Entschuldigung, dieser Husten ist schrecklich, ich weiß. Ich frage mich, was dieser Punkt unten links bedeutet. Okay, jetzt traue ich mich mal. Equippen. Aua. Und da haben wir direkt auf die Fresse gekriegt von denen. Aber wir haben eine Axt, das finde ich schon mal sehr gut. Oh, warte mal, sehr taktisch. Oh, hat geklappt und... Ah, sie müssen auch so umgehen, perfekt. So. Tactical Genie. Haha, ihr blöden Viecher. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich glaube, dadurch sind wir jetzt losgeworden. Okay, Schlangen braucht jetzt also keine Energie. Ich hoffe, dass wenn wir da jetzt raufklettern. Ja, okay. Ich habe übrigens auch keine Ahnung. Aua. Das sind zu viele. Es ist auch blöd, dass die sich so einen Haufen sammeln. Wie halt, wie so eine menschliche Raupe, das Experiment. Wir wollen nur noch 70 HP, 70% HP. Meinst du, wenn wir da raufklettern, dann kommen uns die Zombies nicht nach? Und dann sind wir da oben gefangen oder was? Ja, ist auch nicht so schlau. Alter, jetzt mal weg von mir. Naja, der ist tot. Aua. Ich kann auch ziemlich schnell kriechen, also wenn das wenigstens langsamer wäre. Alter! Alter! Ah! Hilfe! Gott, ich kann fliegen! Sieht ein bisschen so aus, ne?
Gott. Okay, aber rückwärts. Oh Gott, noch 10%, wir werden sterben. Ja, ist halt ganz neu, muss da ein bisschen ausprobieren, auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt wird er. Oh Gott, ich dachte schon, wir sterben, ja. Ja, der hat mich. Scheiße. 5, 6, 7 Zombies erwischt, aber das definitiv nicht. Also das ist ein bisschen schade, dass man die eigentlich nicht los wird. Ja. Wieder mal stehen wir da wie vorhin. Und es wird langsam dunkel. Also ich werde es jetzt schon noch ein bisschen probieren. Ich möchte euch, wie gesagt, halt so die ersten Eindrücke zeigen von dem Free-to-Play-Spiel. Was ist das, Bär, ne? Mal sehen, ob man die essen kann. Die sind vielleicht auch giftig. Das heißt, wenn ich die jetzt equip, esse ich die dann? Ne, die habe ich dann in der Hand. Ah, okay, dann esse ich sie so. Okay, sehr gut. Soweit so gut. Ist das da vorne? Und wir versuchen jetzt mal ein bisschen zu crunchen. Das sieht aus wie eine Militärbasis. Hier 2H, also Helikopterplätze. Wachtürme, eine große Halle. Kleine Gebäude, Baracken wahrscheinlich. Da hinten haben wir Satellitenschüsseln. Es könnte eigentlich eine Militärbasis sein. Und da haben wir einen ziemlich stark aussehenden Zombie mit einer. Ja, ich würde mal behaupten, mit einem. Die Zombies, wie sie an den DR kommen, finde ich schon krass, ey. Also das sollten die echt mal ein bisschen patchen, das oder eher, ich weiß es gerade gar nicht, wie viel oder wer das entwickelt, dass die ein bisschen langsamer sind, ja. Ist ja widerlich. Wahrscheinlich hatte der Angst, dass das Spiel sonst zu leicht wird, so ähnlich wie es halt in DLC ist. Wo einfach Zombies ja überhaupt keine Gefahr waren. Also ich finde, inzwischen sind die Zombies gut stark geworden. Okay, wir können nicht springen, wir haben nicht genügend Energie dafür. Rage ist ganz gut schon mal. Okay, das Ding hat zwei Eingänge, das ist ganz praktisch. Oh, ich hab den schon beißen hören. Aua. Beißt tatsächlich hier rum. Einfach mal alles einsammeln. Vorne haben wir ein kaputtes Auto und ewig viele Zombies. Alter Schwede. Ja, ist halt jetzt schwierig, da. Dann natürlich jetzt als erstes mal. Rauszufinden, was genau gemacht gehört oder wie wieder genau das Spiel funktioniert, ne? Ist ja klar. Ich musste es ja auch unbedingt komplett blind spielen, also echt mir noch nicht dazu anschauen, noch gar nicht informiert. Ich habe nur gehört, ja, das Spiel gibt es und so sieht das aus und das war's, ne? Da dachte ich mir, okay, wir haben einen Hammer. Schnell equippen. Eine Leiter, okay. So, meine Armee, los geht's. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Oh. Ist da eine Waffe? Da haben wir eine Waffe. Sehr gut. Aber. Zombie-Alarm. Okay. Ich überlege gerade, ob ich gegen die kämpfen soll oder. Und wie ich die am besten noch abhänge. Um es noch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir schneller sind, wenn man rückwärts laufen kann. Das sein. Wäre ein bisschen komisch, aber.
Man weiß ja nie. Okay, laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. Sprinten, 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 sprinten. Sprinten, sprinten, sprinten und die Waffe schnell nehmen. Wahrscheinlich haben wir aber dazu keine Munition. So einfach wird das Spiel uns das jetzt nicht machen. Okay, ein bisschen Zeit haben wir. Das geht ganz gut, glaube ich. Okay, wir haben kein Ding. Also, drop. Mitnehmen. Mitnehmen! Oh Gott, hey. Jetzt haut's doch mal ab. Und die zweite Runde rennen. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ah ja gut. Die geht. Wir kriegen Erfahrungspunkte mal so. Okay. Okay. Ja, so kriegen wir die sogar los. Okay. Jawohl. Und ich glaube, wir kriegen auch verschiedene Erfahrungspunkte. Also, die Grünen hier brauchen zum Beispiel, glaube ich, 3 oder 4 Schläge sogar. Ne, wir kriegen unterschiedliche Erfahrungspunkte. Okay, das funktioniert ganz gut eigentlich, mehr oder weniger. Ich habe das Angst, dass wir halt nochmal eine auf die Fresse kriegen. Ja. Wir kriegen der Zombie, habe ich schon bei Call of Duty gehasst. Und auf den Kopf macht verschiedene Damage. Ja, das ging doch eigentlich fast okay. Also wir haben hier nur begrenzt Möglichkeiten, was mitzunehmen aktuell. So, was ist das überhaupt? Schnellmoderation. Kann ich das essen? Ja, das kann ich essen. Okay, das wirst du essen. Okay. Ah ja, da oben rechts sehen wir, was wir da haben. Wir können es scharf stellen. Ne, genau, Safety, also... Nicht scharf gestellt, sie mir ist wahrscheinlich einzuschuss in dem Auto. Und hier haben wir Kleidung. Sehr gut. Das heißt, die Kleidung bringt uns noch gar nichts. Skillsystem, ich kenne das Ganze nicht, muss ich nochmal dazu sagen. Achso, wir müssen die wahrscheinlich erst einmal equippen. Ah ja. Okay, wir haben eine Hose an. Trotzdem können wir nicht zusätzlich was tragen. Ob sie das ändert, ist halt die Frage. Wir können craften. Was auch immer. Und wir haben Skills. Okay, die wir erhöhen können. Überleben. Shit. Okay. Und es gibt übrigens keine Pause, also es gibt keinen Pause-Knopf in dem Sinne, weil... Nageln, okay. Wenn ich auf Pause drücke, läuft das Spiel einfach weiter, ist dem scheißegal. Eine Landmine. Kein Platz mehr. Munition. Ja, da droppe ich mal lieber das hier und nehme die Munition mit. Nimm das in die Hand. Landmine kann ich trotzdem nicht mitnehmen. Okay. Scheiße. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen ausprobieren. Dann tun wir das erstmal droppen. Nimm das mit. Tun das hier wahrscheinlich ins Crafting-System rein. Oder auch nicht. Ich sage, ausprobieren ist ja angesagt. Wie kann ich das jetzt hier? Sabli. 1, 2. Ist was, die Scheiße jetzt drauf. Ich droppe das jetzt einfach. Nehmen die. Das Rock mit, solange ich nicht mehr tragen kann. Und ganz ehrlich, muss ich halt jetzt ohne WC arbeiten. Wird schon hinhauen. Sieht irgendwie bescheuert aus. Gut, dann gucken wir nochmal, ob wir da noch irgendwas drin haben. Kleidern zum Beispiel wäre dann schon sehr nice.
Und dann sind wir eigentlich mit der Waffe schon sehr gut bestandet, um erst einmal in die Stadt zu gehen. Ich spüre, wir werden diesmal länger überleben als die beiden Versuche vorher. Will aber allerdings auch nicht meine Klappe zu voll nehmen. Vorne ist ein Auto, das können wir uns auch nochmal anschauen. Man kann mit Autos fahren. Ich weiß allerdings noch nicht, ob man da nicht dann... Und ich denke mal schon, dass es so sein wird. Was haben wir hier? Okay, wir schauen mal, ob wir noch Kleidung finden. Ansonsten machen wir uns die schon von den Socken. Lol. Ah, Park. Oh, kein Space für Rucksack. Aber ein Rucksack, das finde ich schon mal sehr gut. Dann droppe ich erstmal das hier. Ein bisschen umständlich alles. Shit, wollte ich nicht. Ich wollte es droppen. Aber gut. Ja, au. Oh, ja, das sieht doch mal besser aus. Aber wir können nur ein bestimmtes Gewicht mitnehmen. Aber das gefällt mir schon eher, okay. Ja, ja, so soll es laufen. Was haben wir hier? Sandbags, nehmen wir mit. Was haben wir da? Eine Crowbar, nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Was liegt hier? Eine Leiter, wo ich auch noch nicht ganz weiß, was das da ist, aber erst einmal zum Probieren alles mitnehmen. Und dadurch, dass das Spiel jetzt relativ neu ist, ne, könnt ihr mir auch gerne Tipps schreiben und Kniffe und tolle Sachen. Aber bitte nicht erst in einem Jahr wie bei Pokémon, wo mir jetzt Leute schreiben, hier, du musst das und das machen. Ah, Morphin. Ist ein bisschen sonst nervig, weil bringt mir halt dann auch nichts. So, wie viel Gewicht haben wir denn dabei? Ja, geht noch, alles klar. Ein Board, okay. Aber wir haben eine Waffe, das ist halt immer noch das Geiste. Alles mitnehmen, wir wissen ja nicht, was wir daraus basteln können. Das equippen wir mal lieber. Vielleicht droppt der ja hier eine Weste. Keine Munition verschwenden, das ist ganz wichtig. Tut er wohl doch nicht. Egal. Also, schlafen gleich müssen wir nicht, so wie es aussieht. Vitamine. Kann man dann später schauen, ob wir da uns irgendwie wieder hochfallen können damit. Irgendwo war da noch was. Im zweiten Raum war noch was hier, ne? Da drüben. Danach gehen wir auf die Suche nach einer Stadt, würde ich sagen. Wir haben eine Waffe, warum nicht? Ich werde nur mal dazu erwähnen, liebe Leute, das ist der Singleplayer. Oh, sorry, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. Das ist der Singleplayer. Es gibt natürlich auch einen Multiplayer davon, den werde ich vielleicht von anders zocken. Jetzt wollte ich aber erstmal mich mit dem Spiel vertraut machen und deswegen den Multiplayer testen. Aber wir sehen halt, den Singleplayer testen. Aber wir sehen halt, es ist halt schon echt schwierig. Und das, obwohl es halt nur Singleplayer ist, ne? Weil der sieht, der lacht sich kaputt gegen Zombies und hier, ich weiß ja nicht, hey, wenn man noch keine Waffe hat, ist das schon echt schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Waffe so viel leichter wird. Gut, also wir kennen uns hier natürlich überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau sind. Ich glaube, wir sind irgendwo in Kanada, wenn ich mich nicht täusche. War so die Beschreibung. Hab mal schon Glück, dass wir jetzt endlich mal vor sowas gespawnt sind. Ich traue mich übrigens nicht nachladen, weil wenn das so wie bei Daisy ist, verliere ich dann 11 Kugeln. Ein Reh. Nicht erwischt, scheiße. Oder ein Hirsch, je nachdem. Na, hätte ich jetzt gern gehabt. Weil ich dann zum Beispiel natürlich auch nicht gewusst hätte, was ich denn damit anfangen. Kann ich es ausnehmen ohne Messer? Kann ich es dann grillen? Muss ich es grillen? Wahrscheinlich, ja. Rotes Fleisch ist nicht so toll meistens. Bleib doch mal stehen. Ja, ich bin ein toller Jäger. Ich laufe zu den Tieren hin und sag, bleib mal stehen. Das Gute ist, obwohl es... Getroffen. Obwohl es dunkel ist, sehe ich eigentlich relativ gut und es sollte jetzt ihr nochmals auch auf Vollbild, zumindest mit halbwegs hellen Monitor. Und das soll dann auf jeden Fall passen. Ah ja, Fell.
Fell. Okay, kein Fleisch, aber Fell. Ein bisschen sollst du wieder auf Butter rumlaufen, ne? Ich finde das toll mit so einem Grinsen und der Waffe in der Hand. Hui. Gut, Crafting. Ich weiß nicht, wie ich crafte. Ich brauche erst das Rezept, okay. Okay. Lassen wir mal noch auf uns zukommen, wie das dann genau funktioniert. Ziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine Stadt. Was zu trinken wäre gut, was ich gegen... Vielleicht kann diese radioaktive Zeichen könnte auch heißen, dass man krank wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, aber interessant. Okay, ist auf jeden Fall auch eine größere Welt. Ich habe am Anfang ja gedacht, dass es vielleicht zu klein sein könnte. Ich würde sagen, diese Laufgeräusche mit diesen auf dem Gras gibt mir schon jetzt auf die Nerven, klingt ein bisschen komisch. So sternmäßig wurde nicht übertrieben. Der Mond ist auch sehr schön. Hui. Wir müssen uns an den Mond orientieren, Leute. Aber vielleicht finden wir auch einen Kompass. Wäre natürlich auch sehr schön. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ja, ich hab's drauf. Da vorne können wir weiter, oder? Ja. Was wir nicht geschaut haben, ist, ob wir das Auto nutzen können. Weil ich ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Antwort nein heißt. Das ist ja nicht umsonst, hat's ja nicht umsonst geraucht. Gibt eigentlich noch viele Sachen, die man hier mal schauen muss. Ich frage mich auch, wie lange es jetzt hier dunkel bleiben wird. Wann könnte es wieder hell werden? Das sind halt alles die Fragen, ne? Und hier haben wir auch die kanadischen Flaggen. Also ja, wir sind in Kanada. Oh, Kanada. Ich kenne es nicht weiter, die Hymne. Die Melodie kann ich auch nur aus... Ach, Zombies. In your face, in your face, in your face. Ich will euch gar nicht töten. Wieso tut sie mir das an? Ich glaube, auf T tun wir dann nachladen. Soll es zumindest heißen. Was ist das, was da liegt? Zombie? Können wir den Boden backt oder? Fuck. Bleib stehen! Scheiße, dass wir uns das hier weggetan haben, ne? Wir wissen, was du bist. Und ich will dein Fleisch. Ja. Reward of Air funktioniert. Okay. Hallo? Wo ist unsere Money drin? Warte mal. Ach, das hieß wahrscheinlich gar nicht, dass wir noch 30 weitere Schuss haben, sondern es hieß nur, dass es... Oh, fuck. Jo, in die Stadt, ne? Na toll. Ach, warte mal, können wir das hier... Genau, hier können wir schnell wechseln, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir dürfen wieder miteinander arbeiten, weil wir gar kein... Ist das ein Schwein? Gar keine Money mehr haben, cool. Wird doch noch schwierig. Schwein, ich will dein Fleisch.